Machst du mir auch eins? Ist schlimm. Mhm. Sorry. Keine Angst, ich mach dich nicht an. Ich mach gar keinen mehr an. Mhm. Ich hatte gerade ein Date der allerübelsten Sorte. Lass mich raten. Du wolltest er nicht? Hm, schlimmer, wir wollten beide, aber der Typ und der Sex, das war so. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Liebeskummer und Liebesfrust und. Komm im Club. Hm. Hängst du immer noch Caro nach? Ach was. Waren eh nie richtig zusammen. Mhm. Ich bin halt eher der Single-Typ. Ab und zu mal was fürs Bett und sonst eine Ruhe. Klingt nach einem perfekten Plan. Das klingt nach dem super perfekten Plan. Auf das Single-Leben. Auf das Single-Leben. Ja? Darf ich kurz reinkommen? Ich brauche noch ein bisschen Deo. Kein Thema. Okay. Bin gleich wieder weg. Du weißt schon, dass weniger mehr ist. Ach, das wirkt super. Da werden die Frauen richtig wild drauf. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen was. Danke, auf wilde Frauen kann ich verzichten. Naja, vielleicht braucht man für Männer was anderes. Sascha, ich komm schon klar. Was ist das? Was, habe ich eine schwarze Spinne am Rücken? Eine schwarze Spinne wäre gerade echt das geringste Problem. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Sieht gar nicht gut aus. Ey, das hat die ganze Zeit schon so gejuckt. Ich habe gedacht, das sind Mückenstiche. Als ob du durch einen Schwarm gelaufen wärst. Ja, aber was kann das denn sein? Ich werde vielleicht mal zum Arzt gehen. Nicht, dass du eine afrikanische Krankheit mitgebracht hast. Ja, danke für die Hilfe! Das ist, glaube ich, jetzt nicht. Du surfst hier seelenruhig im Internet und blockierst das Bad. Ich will nur nicht, dass ihr euch ansteckt. Womit? Mit dem Dengue-Fieber. Mit dem was? Hier, dem Dengue-Fieber. Bei schwerem Verlauf kommt es zu inneren Blutungen, Anschwellen der Leber, Krampfanfällen, Herzrasen, Koma, Sterblichkeitsrate bis zu 15%. Und du glaubst, du hast das? Ja, hier. Hör mal. Die Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Ausschlag. Das habe ich schon gesehen, das ist eklig. Ja. Kopfschmerzen habe ich auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Kater, aber wann bin ich auch fast mal an? Nee, nicht anfassen, das ist ja hoch ansteckend. Olli, ganz ruhig. Also angenommen, du hast dieses Dengue-Fieber, meinst du nicht, du wärst in einem Krankenhaus besser aufgehoben? Vielleicht hast du recht, bevor es zu spät ist. Zum Spaß in so ein Quarantänezimmer. Was hast du erwartet, wenn du der Schwester sagst, dass du eine ansteckende Tropenkrankheit hast? Eigentlich siehst du gar nicht so krank aus. Ja, ist ja auch erst das Frühstadium. Sind wenigstens die Heilungschancen noch ganz gut. Aber wenn die sich nicht beeilen, dann wird das Frühstadium ganz schnell zum Endstadium. Hey, wir sind doch gerade erst gekommen. Du musst doch wirklich nicht die ganze Zeit auf mich warten, echt nicht. Okay, vielleicht gehe ich dann einfach nach Hause und sag Andi und Sascha Bescheid. Ich meine, wenn es dieses Dengue-Fieber ist, dann sollten wir uns testen lassen, oder? Okay. Halt durch. Danke. Guten Tag. Ich bin Dr. Helmke, Ihr behandelnder Arzt. Hallo. Hab ich Ihre Freundin gerade erschreckt? Das ist nicht meine Freundin. Ist dieser Astronautenanzug wirklich nötig? Ja, wie es scheint, haben Sie Dengue-Fieber. Da sind natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen nötig. Kennen Sie sich denn aus mit der Krankheit? Nein, Tropenkrankheiten sind eher selten hier. Machen Sie sich mal oben frei, bitte. Also nichts für ungut, aber wäre es dann nicht besser, einen Arzt zu holen, der sich damit auskennt? Also wenn der Befund positiv ist, dann werden wir Sie vielleicht an ein Tropeninstitut weiterleiten. Bis dahin bleiben Sie aber bei mir. Ich will ja auch noch mal was lernen. Moment mal, soll das heißen, ich bin der Versuchskaninchen? Also für ein Kaninchen reden Sie relativ viel, aber abgesehen davon, ja. Eine Unverschämtheit. Ich will sofort einen Arzt, der sich mit sowas auskennt. Hey, regt Sie das dermaßen auf mit dem Versuchskaninchen? Ja, auch wenn Sie sich das nicht vorstellen können, ja. Gut. Kommen Sie. Ärger ist doch besser als Panik. Setzen Sie sich. Schauen Sie mich mal an. Sie haben Angst vor Spritzen, nicht wahr? Quatsch. Vielleicht ein bisschen.
Und ansonsten sind Sie auch eher der ängstliche Typ, nicht wahr? Überhaupt nicht. Ich war gerade ein paar Monate allein in Afrika unterwegs. Ich bin durch 6 Länder gereist. Echt? Ja. Toll. Von so einer Reise träume ich schon seit Jahren. Echt? Bevor ich hier angefangen habe, war ich 3 Monate lang mit meinem Motorrad in Asien unterwegs. Wow. Ja, aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Und als Arzt, naja, wie soll ich sagen, der Urlaubsanspruch eher bescheiden. Gut. Schwester? Holen Sie sich bitte einen Schutzanzug und kommen Sie rein, ich brauche Sie gleich. Und das hier, das muss ins Labor. Absolute Priorität, ja? So, Ihr Blut wird jetzt in einem Schnelltest analysiert. In ein paar Minuten wissen wir dann, wie lange Sie noch zu leben haben. Ist ja sehr beruhigend. Keine Sorge, selbst wenn der Befund positiv ist, haben Sie gute Überlebenschancen. Gott sei Dank. Alles klar. Wo wollen Sie denn hin? Naja, ich komme wieder, wenn das Resultat ist. Ich habe noch andere Patienten. Ja, aber doch bestimmt keine mit Denkefieber. Ich dachte, Sie wollen bei mir noch was lernen. Also, fürs Händchen halten werde ich ja nicht bezahlt, aber gut. Wenn es unter uns bleibt. Versprochen. Da war ich noch in Botswana, da habe ich eine Wassersafari gemacht. Dann war ich noch in so einem Camp in der Kalahari-Wüste und danach bin ich dann mit dem Bus runter nach Südafrika. Wow. Das klingt nach einer ganz schön aufregenden Tour. Ja. Wahnsinn. Wissen Sie, dass Sie der Erste sind, mit dem ich, seit ich zurück bin, mehr als 3 Sätze darüber geredet habe? Wie, echt? Haben Sie gar keine Freunde? Eigentlich schon, aber irgendwie hat die das nicht so richtig interessiert. Ja. Ach, Sie können sich schön wieder anziehen, wenn Sie wollen, ne? Klar. Sie treiben scheinbar viel Sport. Naja, das muss ich bei meinem Job. Ich bin Model. Also nicht nur, aber. Oh, das ist ja schon der Befund. Vielen Dank, Schwester. Oh. Wie schlimm ist es? Sie werden sterben. Was, wie lange habe ich denn noch? Keine Ahnung. 50, 60 Jahre? Ihre Konstitution nach zu urteilen? Das heißt, ich bin nicht krank, kein Denkefieber. Nein, kein Fieber. Ihre Lungen sind in Ordnung. Die Blutwerte sind okay. Cholesterin, Zucker, alles im grünen Bereich. Gott sei Dank. Was ist denn dieser Ausschlag? Ist wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Haben Sie in der letzten Zeit mal Ihr Duschgel oder Waschpulver oder irgendwas geändert? Ja, Justus, er hat ein neues Waschmittel mitgebracht. Na, sehen Sie. So ein Jammer. Jetzt muss ich weiter auf meinen ersten Dengue-Patienten warten. Das tut mir wirklich sehr leid für Sie. Das macht nichts. Ich werde es jedenfalls überleben. Was ist los? Sehe ich aus wie ein Gespenst? Nee, im Gegenteil. Ein Antihistamin. Damit sollte der Juckreiz schnell besser werden. Und für den Ausschlag bekommen Sie auch noch eine Creme. Okay? Danke. Also dann. Sind Sie eigentlich immer so? Wie meinen Sie das? Naja, wie sind Sie denn, wenn jemand wirklich eine tödliche Krankheit hat? Ach, das hängt vom Patienten ab und natürlich von der Krankheit. Und in Ihrem Fall habe ich sowieso keine einzige Sekunde daran geglaubt, dass Sie wirklich Denguefieber haben. Dann hätten Sie mich ja gar nicht erst untersuchen müssen. Ja, doch, doch. Bei Ihrer Panik habe ich mir gedacht, dass Sie ohne Laborwerte wahrscheinlich so gleich zum nächsten Arzt rennen werden. Habe ich recht? Und ganz ehrlich, solche Scherze erlaube ich mir auch nur mit Menschen, die den entsprechenden Humor haben. So wie Sie. Also dann, bleiben Sie gesund. Und sollten Sie noch mal irgendeine Tropenkrankheit haben, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ich werde es mir merken. Ich habe übrigens auch eine Kneipe, also falls Sie mal was trinken wollen, das geht aufs Haus. Na, gerne. Dann komme ich in die Kneipe. Ach so, No Limits. Also das ist der Name der Kneipe. Gut. Bis dann. Bis dann. Hey, ist alles okay? Olli, weißt du schon was Neues? Und am Ende, da hat er dann sogar seine Astronautenmaske abgezogen. Oh, warte. Darunter war nicht das Phantom der Oper. Eher so im Gegenteil. Ich hätte es ja richtig erwischt. Er will sogar am No Limits vorbeikommen. Ja gut, das ist doch ein Anfang. Und wie heißt er? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist schlecht. Ich sag doch sowas nicht. Ja, Olli, stell dir mal vor, er kommt im No Limits vorbei und fragt nach dir. Ich meine, woher sollen wir wissen, dass er es war?
Wo willst du hin? Ja, wohin wohl? Zurück, seinen Namen rausfinden. Als erst. Oh. Sorry. Entschuldigung, es tut mir leid. Sie? Ich habe Sie gar nicht erkannt. Soll ich lieber den Schutzanzug noch mal holen? Lieber nicht. Wollten Sie noch mal ins Krankenhaus? Ja, ich habe was vergessen. Das Rezept, das habe ich vergessen. Kein Problem. Gehen Sie einfach zum Empfang, die stellen Ihnen ein neues aus. Danke. Oh, und finden Sie heraus, wo Ihre Allergie herkommt. Nicht, dass Sie wieder morgen bei mir auf der Matte stehen wegen irgendwelchen Symptomen von Gelbfieber oder Chikungunya-Fieber. Was? Keine Angst, ich bin eigentlich kein Hypochonder. Gut. Was nicht heißt, dass Sie nicht trotzdem bei mir vorbeischauen dürfen, wenn Sie ein Problem haben. Ich werde es mir merken. Gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bist du echt schon durch? Ja, super. Kommst du hier noch mal vorbei oder sehen wir uns gleich im LCL? Okay, ich beeil mich. Du hast den Namen nicht rausbekommen, oder? Nein. Dafür habe ich aber was anderes rausgefunden. Der Typ ist hetero. Shit. Mhm. Dabei hätte ich schwören können, dass der schwul ist. Ich hätte sogar schwören können, dass wir gestern geflirtet haben, aber scheinbar macht er das bei allen so. Was macht dich jetzt so sicher? Ich habe ihn gerade auf der Straße getroffen. Er hat sogar ein Kind. Wahrscheinlich ist er ein ganz toller Vater und Ehemann. Ach Mann, und dabei habe ich gestern noch so groß rumgetönt, dass ich mich nicht mehr verknall, weil alle Typen scheiße sind. So jemanden wie Christian, den gibt es einfach kein zweites Mal. Doch, du wirst jemanden finden. Also falls es so jemanden gibt, versteckt er sich sehr gut. Du wirst jemanden finden, okay? Du brauchst nur ein bisschen Geduld. Und weißt du was? Dafür lade ich dich jetzt auf ein riesengroßes Eis ein. Zur Feier des Tages. Es gibt aber nichts zu feiern. Na klar. Komm, du lebst, du bist gesund, du hast kein Dengue-Fieber oder sonst irgendwelche anstrengenden Krankheiten. Ich habe aber den Mega-Frust. Ja, den haben wir alle mal. Und du hörst jetzt auf, sonst schrubbst du noch den Tresen kaputt. Musst du nicht arbeiten? Ich muss erst mal meinem großen Bruder wieder auf die Beine helfen.